So, hallo YouTube. Ich hoffe mal, ihr seid mit der Aufnahme jetzt mal höchst zufrieden. Ich habe mir nämlich was Neues gegönnt, ja, weil es ein super Angebot war beim Mediamarkt. Es war ein Ausstellungsstück und über die Hälfte, also über 300 Euro runtergesetzt auf 270 Euro. Und da musste ich dann einfach zuschlagen. Ich habe mir jetzt hier die Panasonic G70 geholt. Wie ihr sehen könnt, da oben steht eine Tasche. Mitsamt Tasche und Arbeitsspeicher für, wie gesagt, 270 Euro. Und da ich die natürlich gleich nutzen wollte und ich hier noch gerade fleißig am Schafen bin, habe ich gedacht, gut, bevor ich es jetzt vollkommen verendet, weil ich muss jetzt hier noch die Ausrichtung machen, weil ich habe hier, wie ihr sehen könnt, wahrscheinlich, also die Leute, die genauer mal hingucken, habe ich jetzt hier einen anderen Halter hingemacht. Der alte liegt da drüben im Regal, hier. Ja, der ist jetzt ein Ticken höher, dadurch kommt der Blinkerschalter ein Stückle höher, ist ein Stückle länger, dadurch kommt der Spiegel nochmal ein Stück weiter raus, was nachher für den Wohnwagen ganz toll ist. Also, aber das Wichtigste, was ich geändert habe, zeige ich euch gleich, muss ich mal schon um das Gerät hier drum rumlaufen. Ich habe endlich meine Ortlieb-Tasche dran. Und diese Halter, die ich jetzt hier sozusagen auch hier vorne schon dran gemacht habe, wo ich ja dann begeistert war, schon allein von den Haltern hier, weil ja bei den anderen sind ja die Gewinde gebrochen, weil die Imbusschrauben in dem Material noch versenkt war. Also da war das extrem dünn, wandig. Und die sind jetzt sehr, sehr stabil, wackeln auch nicht so wie die anderen. War ich so begeistert, dass ich gedacht habe, gut, die sind so stabil, da kann ich dann nachher auch meine Tasche dranhängen, weil ich habe jetzt von Eis den Taschenhalter mir geholt. Da der aber dieses Fahrzeug natürlich wesentlich breiter ist als die üblichen Fahrzeuge, dachte ich mir schon von vornweg, das wird ein Problem. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mir hier auch so eine Erhöhung eingebaut. Dadurch bin ich jetzt hier noch mal ein Stückchen weiter nach vorne gekommen, konnte den Winkel ändern. Statt die Schraube, wo die hier dabei haben, um die Taschen festzumachen, habe ich hier mein altes Lenkhorn von meinem alten Fahrrad genommen, weil das war ja noch hier im Müll gelegen, also im Schrott. Habe es mir wieder rausgeholt und da ist jetzt die Tasche sozusagen fixiert, dass die nicht rutschen kann. Ja, also diese Schlaufe, die hier, wenn ihr hier mal hinguckt, die Schlaufe, die hier so rumliegt, um die Tasche, um den Halter zu heben, ist jetzt an dem Horn fest. Das Horn ist schön stabil. Der ganze Halter ist jetzt so gemacht, dass die Tasche für mich einigermaßen, ich hätte sie gern weiter vorne, aber das ist dann wieder mit dem Lenkrad ein Problem. Aber es geht so von oben und ich kann prima so sitzen, kann die Tasche aufmachen, muss halt ein bisschen nach hinten greifen. Aber ich kann dann nachher hier die Kamera, die ich jetzt hier in der Hand habe, für euch hier in der Tasche parat haben. Das heißt, wenn irgendwelche Landschaftsaufnahmen oder sonst irgendwas ist, wo ich euch gerne zeigen will, habe ich jederzeit Zugriff zur Kamera und halt zu meinem Personalausweis und sonstiges. Das war mir halt sehr wichtig, weil das kommt hier nachher wieder hier rein. Da habe ich dann hier meinen Personalausweis, hier das Wörterbuch ohne Wörter, ja, mit den schönen Bildern drin, wo man alles zeigen kann, was man braucht so. Also das Ding ist echt super. Ja, also wenn man sich mal in irgendeiner Sprache nicht mehr unterhalten kann und der Google-Dolmetscher auch nicht mehr weiterhilft, dann kann man es damit machen oder ja, wenn es mal schnell gehen muss. Das ist die perfekte Sache zum Übersetzen. Somit habe ich jetzt mittlerweile drei Teile von Eis an dem Rad verbaut. Klar, ich hätte auch gern lieber ein Eisfahrrad gehabt. Schon allein, was die an Zubehör haben, ist klasse. Ich meine, schon allein die Taschenhalterung. Und die Armauflagen, ja, da können sich noch andere Dreikersteller eine Scheibe von abschneiden. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen. ja, aber leider war es Eis nicht möglich, mit mir zusammen so eine Kooperation zu machen. Oder besagt, ja, ich hätte es ja komplett bezahlt. Aber mit dem Solardach, da hatten sie keine Zeit, keine Muse. Wie auch immer, es war nicht machbar mit ihnen. Wahrscheinlich hätte ich lieber trotzdem ein Eisbike gekauft, wenn man das Solardach selber gebaut. Dann hätte ich wahrscheinlich weniger Arbeit gehabt als jetzt mit dem Dreieck hier. Aber wie ihr seht, der Feinschliff endet so langsam. Jetzt kommt noch eins. Wir sind noch am Überlegen, ob wir vorne noch einen Spacer reinmachen mit zwei Kettenblättern.
Weil ich habe ja jetzt hier einen 52er Zähne drin und das ist mir ehrlich gesagt zu klein. Für Berge ist das okay mit 52, mit der Übersetzung mit einem L-Fach, die ich hinten habe. Obwohl es da auch schon steile Berge sein müssen, weil sonst habe ich eine relativ hohe Trittfrequenz oder muss halt wieder hochschalten. Aber die Endgeschwindigkeit, also wenn ich über 26 fahren will, ja, was halt auch mal, auch selbst nah mit dem Fahrradwohnwagen garantiert auch mal passiert, weil ich weiß, ich kann mit dem Wagen wesentlich schneller fahren, ja, dann ist es so, dass selbst ohne Motorunterstützung ich drehte wie ein Irrer, jetzt so wie es jetzt ist auf der höchsten Stufe. Ja, deswegen hätte ich halt gerne da noch ein 62er Blatt vorne dran, plus dem 52er. Dann hätte ich sozusagen einen 10er Schritt zwischen den zwei Schaltblättern. Da wollen wir jetzt mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Dann müssen wir eh ein bisschen basteln. Also original wird es so nicht gehen. Also was ich euch ja auch noch nicht gezeigt habe oder in den anderen Videos wahrscheinlich noch nicht gesehen ist, hier mein Winterkuschelfell. Da habe ich auch über Facebook einen tollen Händler gefunden. Der verkauft die Dinger relativ günstig. Also ich habe jetzt für das Fell hier, glaube ich, 49 Euro mit Versand bezahlt. Der hat aber auch Felle zum Beispiel auf 1,70 Meter auf 2,10 Meter in verschiedenen Mustern, die man sich so raussuchen kann. Und das, glaube ich, für 130 Euro oder sowas, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also spottbillig. Falls irgendjemand Interesse hat, dann verlinke ich euch das gerne. Also ich bin begeistert von dem Fell. Ich hätte es ein bisschen länger erwartet, weil, wie ihr sehen könnt, wenn ich jetzt hier mal die Haare hoch mache, also das Fell selber hört hier auf. Also ich habe eigentlich gehofft, dass es über den Sitz geht, weil es stand dran, Meter noch was. Das hat es nicht ganz, es ist irgendwie Meter, 96 cm, also die 4 cm vorne fehlen mir noch. Ja, durch das, dass lange Haare drüber sind, bolstert das hier auf und es reicht. Also mein Hintern und mein Rücken ist warm, ich friere nicht mehr, das ist die Hauptsache, das ist damit erfüllt. Ja gut, Kurzhaar wäre vielleicht auch noch angenehmer gewesen, aber das hat auch was. Ja? Also ich finde es witzig, sieht irgendwie urig aus. Ja, wie gesagt, hier bin ich jetzt gerade dran. Den muss ich noch einstellen, der ist jetzt noch lose, also noch nicht ganz fest. Wie ihr sehen könnt, kann ich hier noch... Ups, oh, scheiße, das war nicht gut. Nämlich ist es schon spät abends. Kann ich hier noch das Ding drehen. Na genau, ich weiß, was ich mache. Ich mache hier den Akku tot, dass mir das nochmal passiert, weil hier oben drüber schläft noch jemand. Denke ich mal, ja, gut, ja, vielleicht jetzt noch nicht, aber bald. Sind wir auch schon wieder 11 Uhr. Jo, das sind so die Änderungen, die jetzt noch passiert sind. Die Lampen habt ihr ja schon gesehen gehabt. Blinker habt ihr, glaube ich, auch schon gesehen gehabt. Ja, da habe ich immer noch nicht geändert, da bin ich immer noch am Hadern, ob ich jetzt das mit dem Gepäckträger machen soll und die Hülse hinten verlängern oder ob ich ihn so lassen soll. Ich werde auf jeden Fall die Hülse mal einbauen, ja, weil dann ist die Option schon mal da. Schaden tut es nichts, weil die Hülse, die sie da verbaut haben, die ist eh schon nach unten verrutscht und ganz schief, also da muss ich eh noch mal ran. Und ich wollte ja auch eh noch die Halter hier, die ich gebaut habe, da sind ja elendslange Schrauben drin, wie ihr sehen könnt. Und das stört hier bei der Tasche, die wollte ich eh noch abkürzen. Also das muss ich so oder so nochmal aufmachen. Ja. Aber ich bin voll begeistert von diesen Motorradhaltern. Also die hätte man gleich dran machen sollen. Dann hätte ich mir viel Theater mit dem Dach sparen können. Dann habe ich mir ja hier unten einen Spritzhut hingebaut. Hier an die Räder einen Spritzhut hingebaut. Noch die Lappen hier unten hingebaut. Das ist also jetzt perfekt, wenn er hier jetzt guckt, die Taschen sind kaum dreckig, obwohl ich echt durch den übelsten Dreck durchgefahren bin. Am Rahmen könnt ihr es ja sehen. Ja, also das ist, die Spritzer sind, glaube ich, jetzt nur noch von hier hinten. Oder wenn ich halt über eine Pfütze drüber gefahren bin vom Hinterrad. Also von hier vorne merke ich an der Hand nichts mehr. Dann habe ich mir hier noch die Griffe verbaut, die ich eh schon rumliegen hatte. Das ist halt jetzt hier ein Gasgriff zum Drehen statt jetzt der Daumen. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig, ob mir das so gefällt. Vom Griffigen her ist es auf jeden Fall besser, weil die sind ein Ticken besser, also dicker und vor allem die heben auch, weil hier auf der Seite das Ding ist immer hochgerutscht. Das war voll nervig. So, das sind jetzt die Änderungen, die ich hier noch am Dreieck gemacht habe.
Jetzt mache ich, wie gesagt, das Ding hier noch vollends fertig. Dann werde ich vielleicht sogar noch eine kleine Runde drehen. Aber da ich jetzt mitnehme, ist die andere Frage, weil es ist total düster draußen. Gut, ihr würdet mich halt sehen beim Reden durch die Beleuchtung, die ich jetzt wieder aktiv habe. Aber ihr würdet von der Landschaft nichts mitkriegen. Also daher denke ich mal, bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt euch heute Abend mitnehme. Ich guck mal, dass ich vielleicht morgen ist Samstag, wieder eine schöne Ausfahrt mache mit euch. Und da nehme ich euch dann mit. Und dann nehme ich auch die neue Kamera mit. Das heißt, also ich brauche nicht mehr die GoPro da groß vom Halter runternehmen, sondern ich nehme einfach die Kamera hier aus der Tasche raus und film so mit euch. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie gut die hier vom Ton ist, ob das so geht oder ob ich hier noch ein externes Mikro, die hat noch die Möglichkeit eines externen Mikros zum Anschließen. Deswegen mache ich jetzt hier gerade eigentlich die Aufnahme. Ja, also viel Änderung habt ihr ja nicht gesehen. Es geht jetzt eigentlich hauptsächlich um die Kamera zum Testen und um euch noch zu zeigen, was ich hier jetzt noch alles geändert habe am Rad. Ja, also wie gesagt, das Dreieck nimmt langsam so die Endform an. Alles, was ich so jetzt unterwegs bemerkt habe, was noch schlecht war, die Halter, die noch schlecht waren, ja, die Tasche, die mir noch gefehlt hat, habe ich jetzt dran. Das Fell für den Winter habe ich jetzt dabei. Die Lampen, die ich jetzt geändert habe, dass ich nicht mehr blende. Die Blinker, wo ich jetzt nicht mehr um die Akkus Gedanken machen muss, weil es halt einfach über den Akku vom Bordakku mit versorgt wird und immer funktionieren. Ja, noch ein Halter für den Aktivlautsprecher, den Getränkehalter, der für eigentlich für Getränke ist, den ich mir jetzt für den Aktivlautsprecher drin gemacht habe. Ist auch noch ganz geschickt gewesen, das habt ihr, glaube ich, auch noch gesehen. Ja, das war jetzt eigentlich so momentan der Stand der Dinge. Wie gesagt, also ich mache jetzt hier vorne definitiv noch ein anderes Kettenblatt drauf. Hinten bin ich immer noch nicht dazu gekommen, mit Roloff zu schreiben. Da bin ich ja noch am Überlegen, ob ich die Roloff reinmache. Da kommt es natürlich jetzt darauf an, ob die mir entgegenkommen. Weil wenn ich wirklich für den Umbau, also die Umrüstung auf Bremsscheibe von der vorhandenen Roloff, die ich habe, über 220 Euro zahlen muss und dann noch den Adapter für die E-Schaltung, dann wird das einfach zu teuer. Ja, dann lohnt sich das nicht. Dann bleibe ich halt bei der 11-fach Shimano-Schaltung. Schön wäre natürlich die Roloff-Schaltung. Dann hätte ich halt hinten Roloff, hier vorne zwei Kettenblätter. Dann wäre das, glaube ich, so die optimale Lösung. Die andere Frage ist, bei der Roloff bräuchte ich vielleicht wahrscheinlich eventuell vorne gar nicht die Kettenblätter. Ja, machen werde ich es trotzdem. Weil dann hat man mal die Option und dann kann ich auch noch hergehen, falls ich merke, okay, auf Dauer, das bringt nichts mit den Großen, dann kann ich immer noch hergehen und sagen, gut, dann nehme ich das 52er und mache dafür noch ein kleineres, ein 42er zum Beispiel hin, dann habe ich zumindest schon den Adapter drauf, um diese Möglichkeit zu haben, um das zu wechseln. Also den Spacer sozusagen schon vorhanden für zwei Kettenblätter. Einen passenden Spacer habe ich nicht gefunden für zwei Kettenblätter. Ich habe aber jetzt einen gefunden, der sozusagen mit dieser Auslegeform hat und von der Materialstärke stärker ist. Und da ich hier eine Drehmaschine habe, werde ich einfach den Spacer noch ein bisschen nachbearbeiten, sodass die zweite Ketten, also besser gesagt das zweite Kettenblatt vorne, diese Auflagefläche nachher hat. Die werde ich dann reindrehen. So, in dem Sinn. Viel gelabert schon wieder. Ich hoffe, die Aufnahme ist gut geworden. Und ihr seid zufrieden mit der Kamera. Das Ganze wird natürlich erst richtig zur Geltung kommen, glaube, wenn ich Landschaftsaufnahmen mache, wo ich dann auch mal so richtig reinzoomen kann. Ich kann das ja jetzt quasi mit euch mal machen. Ja, und ich drehe natürlich am falschen Rad hier. Ja, seid mir nicht böse, wenn ich da noch viel Fehler mache mit der Kamera. Wie gesagt, ich muss mich da noch erst reinfuchsen. Die hat unwahrscheinlich viele Knöpfe. So, was nehmen wir denn in Fokus? Wir nehmen hier den Schalter, genau die Lampe nehmen wir in Fokus. So, und wenn ihr seht, jetzt, das ist, ich bin von der gleichen Position und zoome hier einfach rein und raus. Das ist natürlich eine feine Sache, ne? So,
Aber wie ich schon gesagt hatte, in dem Sinn wünsche ich euch was. Schön ist das Leben, wenn man auch nur so rumbastelt. Ich bin jedenfalls voll begeistert, dass ich jetzt hier den Halter habe für meine Tasche. Das war mir nämlich wichtig, dass ich einen schnellen Zugriff habe auf die Unterlagen, die ich so brauche, wenn ich mal angehalten werde, dass ich nicht erst aussteigen muss, um dann einen Personalausweis zu zeigen zum Beispiel, sondern dass ich sozusagen im Rad sitzend das zeigen kann. Weil könnte sein, dass es ein getürkter Bulli ist und dass ich schnell abhauen muss und dann ist es besser, wenn ich gleich schon sitze und lostrampeln kann. Gut, mit dem Auto und Fahrrad, wer da der Gewinner ist, ist ganz klar, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Ich habe dann immer noch irgendwie die Möglichkeit zu flüchten, wenn ich ins Feld reinfahre, wo der mit seinem Auto nicht reinkommt, weil das geht mit meinem Fahrrad. Und es geht auch mit dem Fahrradwohnwagen. So, in dem Sinn, Baba, wünsche euch was. Bis die Tage.